Moinsen, herzlich willkommen zurück zu richtig Luigi's Mansion 2 in HD mit dem Mammon 615. Meine Wenigkeit, wir spielen dieses fantastische Spiel weiter. Heute geht es mit Spitz Reißaus. Ein kaltschnäuziger kleiner Hundegeist hat unseren schönen Schlüssel gemopst. Skandalös! Fang diesen kleinen Rakein und nimm ihm das gute Stück ab. Nun, Luigi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute zuerst. Der Geisterhund ist samt Schlüssel immer noch irgendwo im Efeu, in den Efeutürmen. Die schlechte ist, dass er wie ein verschrecktes Frettchen von Raum zu Raum flitzt. Ich kann ihn mit dem Paraskop nicht orten, doch Kopf hoch, die Lage ist nicht ausweglos. Unser Schlüsseldieb hat nämlich im Hof der am Innenwall einen geisterhaften Pfotenspur hinterlassen. Wenn du dieser Spur folgst, wirst du den Kleinen im Nu erwischen. Sie ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Nur mit dem Düsterlicht wirst du sie sehen. Alles klar, Luigi? Dann schnapp dir den Schlüssel, sonst hole ich dich nie wieder zurück. War nur Spaß. Viel Glück! Ich glaube nicht. Ich glaube, das war kein Spaß. Der meint das jetzt. Also, ab dafür! Also, wir müssen jetzt dem Geisterhund den Schlüssel abnehmen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt oder nicht. Das Schöne ist, wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen über die Juwelen. Die haben wir alle bereits. Aber der Geisterhund könnte natürlich etwas problematisch gestalten. Man sieht hier die Pfoten. Und da hört man ihn dann auch. Also tatsächlich, er befindet sich hier in der Nähe. Aber trotz alledem heißt es weiterhin wachsam bleiben. Okay, das hätte ich jetzt nicht so geahnt, aber passt schon. Gut, okay, also, Hundi, du willst uns den Schlüssel bestimmt freiwillig geben, ne? Okay, fressen ist keine gute Option eigentlich. Wie lange muss man dann warten bei Hunden? Gut. Er ist da lang raus. Aber trotz alledem müssen wir ja auch noch Bubu finden und alles drum und dran. Bislang habe ich das ja immer eher mit mäßigem Erfolg geschafft. Dann gießen wir mal die Pflanze. Bestimmt bringt sie irgendwas. Goldmäßiges. Okay. Ah! Das bewirkt jetzt was? Oder gibt es zwei davon? Nö. Okay. Also was haben wir denn hier alles Schönes? Weiter. Generator läuft noch. Müsste ja dann hier lang gegangen sein. Münzen holen. So. Oder? Da ist die Tür. Ja. Wollte schon gerade sagen. Warum komme ich jetzt aber nicht durch? So, hier sind sogar Geister.
Da ist er. Da war er. Und Schlüssel zu begeistern die Aufgabe weiterhin. Ah, genau. Er ist hier lang gegangen, ne? Er ist hinten lang, ist nach vorne lang gegangen. Da ist er. Komm schon. Okay. Aber das Schöne dabei ist, dass wir natürlich ja auch noch Buhu finden können. So, und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich jetzt nicht die Sache, die eigentlich die Sache ist. Ne? Also was sollten wir denn jetzt hier gießen eigentlich? Haben wir hier überhaupt was zu gießen? Nee, ne? Ah. Okay. Genau, wir können hier springen. Aber erstmal das ganze Geld einsammeln. Weil letztes Mal, ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern, letztes Mal hatten wir fast Geld noch einsammeln können, aber ich bin leider runtergesprungen. Und jetzt haben wir ja den ultimativen Sauger. Das heißt also, wir kriegen jetzt enorm viel Geld. Und das auf einmal schaffen. Aber auch nur dann. Aber enorm viel Geld ist immer ganz gut. So, der Hund ist jetzt da reingegangen. Tag. Okay, vielleicht gibt es das irgendwas. Genau hier drin. Immer noch nicht alles, oder? Da oben, ja. Es rüttelt da immer mehr. Bestimmt müssen wir erstmal absolut alles, ja, okay, absolut alles, um Buhu zu finden. Hola, Senorita. Okay, ach, Luigi, ich bin Bon Buwan und die Frauen fliegen auf mich. Okay. Wegen seinem spanischen Akzent. Bestimmt wegen seinem spanischen Akzent. Ich habe den sehr schlecht nachgemacht, aber bestimmt. Ist auch immer so eine interessante Geschichte. Das habe ich schon bei ganz vielen irgendwie gehört. So irgendwie spanischer Akzent oder französischer Akzent. Ganz komisch. Was unseren deutschen Akzent, das mögen die wenigsten. Ja. So. Dich, Kollegen, habe ich ja letztes Mal, bin ich einfach draufgelaufen. Das ist ja völlig falsch. Es ist nämlich so. So ist die Sache. Die Sache ist. So, und müssen wir auch genauso abräumen. Also, das ist nur die Pfoten. Also, tatsächlich habe ich nämlich das letztes Mal einfach, bin ich einfach drauf losgegangen. Aber tatsächlich, den Gewiss siehst du so, dass du halt, nur saugst. Ja, Akzente. Welchen Akzent habt ihr? Habt ihr einen Akzent? Ja. Meinen hört man manchmal, tatsächlich. Aber meiner ist ja kein ausländischer Akzent. Ich habe einen norddeutschen Akzent. Mehr so Norden ist. Der Norden der Republik. Das hört man. Zumindest sagt man mir das immer schön. Ja, wenn mal so eine Frage ist, so von wegen. Ach, du kommst ja aus, ne?
Aus dem Norden. Aus dem Norden spricht man manche Sachen, manche Sätze, manche Wörter eben ein bisschen anders. So, apropos anders. Wir könnten nochmal runtergehen. Aber ganz ehrlich, nein. Wegen den paar Münzen gehe ich jetzt nicht runter. Ja, man, wie gesagt, man hört das bei mir. Bei mir hört man, dass ich aus Norddeutschland komme. Wie gesagt, bei einigen... Okay, Spinni. Ich weiß, ihr mögt mich auch. Aber bei einigen ist das ja tatsächlich klar und deutlich dann zu hören. Wenn du halt aus Bayern kommst. Der Akzent eigentlich oft, nicht immer. Ja, beispielsweise. Einige Leute, einige, die ich kenne, die aus Bayern kommen, sprechen auch Hochdeutsch. Das ist, ne? Aber manche Sätze, manche Wörter, da denkst du so von wegen, ah, okay. Bist du jetzt hier nicht so sagen? Aber das hast du ja auch mit anderen. Hast du auch in Berlin beispielsweise. Du kommst mit, Geist! Ah, schade! Ja, diese Fledermaus, ich hab sie nicht gesehen. Aber nun gut. Fledermaus hat mir jetzt gerade die Tour komplett vermasselt, ne? Also, so richtig. So. Apropos Tour vermasseln. Kollegen haben wir ja jetzt gesehen schon. Ich vermasse jetzt hier nicht die Tour. Zack. Noch so ein. Du kannst ja hier nicht der Einzige sein. So. So, dann gucken wir mal, ob hier wirklich tatsächlich... Also, der müsste ja dann tatsächlich hier im Klavier sein, ne? Ja. So, jetzt aber. Oder muss ich jetzt tatsächlich... Ach, deswegen ist der andere. Okay, das geht so nicht. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass es jetzt so geht. Aber nein. Gleich zwei. Nee, die auch mehr. Jawohl. So, bei dem habe ich ja schon gesagt, dass der Trick ja relativ einfach. Einfach nur gegenlenken, aber dann, ja. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr nah. Und jetzt haben wir ihn. War ein bisschen viel Schaden aus meiner Sicht. Hätte nicht sein müssen. Mal gucken, ob das denn dementsprechend den 3-Sterne-Rang trotz alledem gibt. Geister, die mich mögen.
Wahrscheinlich ist der Hund jetzt hier rein, ne? Ja, er mag sich ein wenig über den Boden rollen. Er freut sich seines Hundeslebens. Also, ich habe ja gar keinen Hund. Ich bin ja eher derjenige, dass bei Team Hund oder Team Katze bin ich immer eher der Team Katze. Ich weiß nicht warum. Schleim. Auch hier. Wie gesagt, letztes Mal drauf reingefallen. Ja, ich will das Ding anvisieren und er geht auf den anderen rauf. Ja, ja. Gut. Hat. Okay, das ist nur die Hundespur. Ah, und die Toilette. So, und wo kriegst du wahrscheinlich den letzten, eigentlich den letzten Edelstein? Aber in unserem Falle ist es ja egal. So, ist der in die... Ja, ist er! Wollte schon sagen, ist er in die Toilette rein. Aber tatsächlich ist er's. So, nochmal einen Stein mitgenommen. Die bringen uns ja nichts, wenn wir sie mehrfach einsammeln, leider. Das wär's natürlich. Obwohl, wäre das wirklich gut? Oh. Ja, ja, ich hab's gesehen. Gesehen. Bisschen spät, aber gesehen habe ich sie. So. Gut, dass ich dich auch frühzeitig gesehen habe. So, wahrscheinlich jetzt hier die Laken wegziehen. Jawohl! Jetzt aber... Genau. Jetzt können wir dich endlich einsaugen. Du böser, frecher Hund. Danke. Meine Schlüssel direkt auch eingesammelt. Lass mich bitte ein bisschen. Danke. Dieses Mal wollte ich das Gold aber. Dieses Mal wollte ich es. Hallo. Hurra! Was lange währt, wird endlich gut. Bravo, Luigi. Damit haben wir den Streuner und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Na, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege vergnügen. Dann bitte festhalten, mein fährtender, lesender Freund. Gleich geht's nach Hause. Ja, aber ich denke mal, für 3 Sterne war das zu viel Schaden. Aber alles nicht so schlimm. 15 Minuten haben wir gebraucht. Und... Nö, nehmen wir so hin. Ja, wir haben 3 Sterne. Sehr schön. So. 3 Sterne sind immer, wie gesagt, 3 Sterne ist maximal. Besser geht's. Besser geht's nicht. So, was sagt denn der Professor dazu, dass wir ihn jetzt hier wieder zurückruhen, also den Schlüssel. Willkommen zurück, Luigi. Dann lassen wir den kleinen Kugelblitz mal ins Gehege. Jo. So. Also, wir haben unter anderem den Stein, den Stein und Buhu. Und das sind dann so viele Münzen. Ja, das nächste extra bei 10.000. Da sind wir auf dem Weg. Aber der Hund wollte ja jetzt nicht mit raus. Und er ist weggelaufen.
Mich tritt der Storch. Wie ist der Kleine aus dem Schreckweg 0915 entfleucht? Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Na, aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir den Schlüssel. Ja, das ist der Schlüssel. Aber er sieht merkwürdig aus. Igitt. Der ist ja ganz zerkaut und in voller Ekoloplas-Schlauer-Wasch. Ich gebe ihn meinen Toad zum Saubermachen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Du musst wissen, meine Analyse unserer beiden Finstermondstücke ist gerade abgeschlossen. Okay. Spektrogene Parakompositionen astrographische exkolosische, dieser ganze Kram halt. Einfach ausgedrückt, ich habe unsere Finstermundstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Und sobald ich die Daten in mein Paraskop eingebe, wissen wir exakt, wo wir hin müssen. So, das ist ein extrem schwieriger Text gewesen. Und da ich schon beim Lesen eh schlecht bin, dann auch noch sowas vorzulesen. Ach Gott. Als nächstes machen wir einen Endboss. Und ja, da freuen wir uns drauf. Ihr auch? Hoffentlich. Bis dann. Ciao, ciao.